Hallo ihr Lieben, willkommen zurück hier im Wäldchen. Ich werde jetzt hier gleich mal so einen Snack zu mir nehmen. Ich habe nämlich gerade ganz andere Probleme. Am Ende der letzten Folge haben wir ja noch Besuch bekommen von der Bauaufsicht. Da läuft da rum einer von den Vieren. Jetzt hier mal schnell runterklettern und mir doch ein paar Pfeile einstecken. Die wie ich tragen kann. Ja, das sind einige, die ich hier tragen kann, offensichtlich. 50. Das ist durchaus eine gute Menge. So, und dann gehe ich wieder auf meine erhöhte Position. Und dann gucken wir mal. Damen und Herren hier so treiben. Und der läuft halt einfach nur hin und her. Guckt sich das also wirklich etwas genauer an. Und die stehen dort doof rum. Aber für die haben wir ja die Plattform da oben. Also das müsste eigentlich funktionieren. Wir machen das mal. Oder probieren das mal mit dieser Plattform. Ich rüste mir gleich mal hier den Bogen aus, ja? Und dann würde ich hier mal Plattform steigen. Jetzt kommt das zum ersten Mal hier zum Einsatz. Wenn wir mal gleich sehen, ob das vernünftig gebaut ist oder eher nicht. Also die stehen jetzt alle dort vorne rum, ja? Aber nicht. Die können tatsächlich ein bisschen springen, aber gut, das haben wir ja vorher gewusst. Den haben wir nicht getroffen. Den haben wir getroffen. Die werden ja sogar blutig, wenn man sie ausreichend getroffen hat. Macht hier jetzt natürlich mein Zeugs kaputt. Kann ich den hier durchschießen? Den treffe ich dann nicht. Nee, dann geht das nur. Ja, mach jemand nicht alles kaputt. Okay, der ist tot. Und der Bogen, der ist ganz gut, muss ich sagen, wenn man dann auch trifft. Ja, gehen wir nicht auf den Keks. Unangemeldet. Oh, ist der jetzt hier ausgewichen? Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man hier auch eine Rückmeldung sieht, wie nah die dem Tod sind, wenn die dann hier so blutig aussehen. Ist er wieder ausgewichen? Du Arschmade. Das hast du nun davon. Okay, der eine läuft da. Da habe ich halt noch nichts gebaut da hinten. Um den auf die gleiche Art und Weise zu bekämpfen. Was ich wahrscheinlich machen werden muss. Die haben mir das hier, glaube ich, ein bisschen kaputt geschlagen. Oder? Oder nicht? Haben die gar keinen Schaden dran gemacht? Würde mich wundern. Okay. Aber da verbraucht man tatsächlich ziemlich viele Pfeile. Aber, muss sagen, war gar nicht mal so schlecht. Wird ja mal, also mich würde interessieren,
ob ich irgendwie Pfeile von denen zurückkriegen kann, die ich abgeschossen habe. Unsere Ausdauer ist halt echt verbraucht. Wahrscheinlich auch durch das Schießen. Ah doch, ich krieg hier Pfeile wieder. Das ist gut. Wirklich gut. Zwar nicht alle, wie es scheint. Aber relativ viele. Okay. Da ist ein Reh, oder? Kein Eingeborener. Okay. Will ich nochmal versuchen, hier meine erhöhte Position zu kommen. In meiner Hütte. Muss man mal gucken, wo der andere jetzt hin ist. Den sehe ich gerade gar nicht. Ich habe echt jetzt auch wenig Energie. Ich müsste mich hinlegen. Ich kann aber noch nicht schlafen. Bleibe ich jetzt erstmal hier oben stehen und beobachte noch ein bisschen. Also die Pfeile sind wirklich gut. Die sind gut. Kann ich mir eigentlich noch ein paar machen? Wie viele Federn haben wir denn? Nicht so viele. Ja, wir haben im Korb, glaube ich, noch ein paar. Bombe. Müsste ich eigentlich auch noch mal bauen können? Okay. Dann haben wir kein Alkohol mehr zum Bauen. Und sonst haben wir jetzt hier noch keine weiter gelernt. Geht's uns denn eigentlich? Kriegen wir hier das nochmal angezeigt? Notes. Unsere Statistiken. Hungrig sind wir. Aber sonst geht's uns ganz gut. Aber da war doch der erste Angriff hier, also wirklich der erste war es ja jetzt auch nicht unbedingt, aber hier auf unsere Basis, das hat ganz gut geklappt mit der Plattform. Also so habe ich mir das gedacht. Die hängt zwar allgemein ein bisschen tief, da habe ich schon ein bisschen auch Angst, eine gewisse Angst, dass die da rankommen könnten, wenn sie einen kleinen Satz machen. Aber ich denke mal, wenn wir dann auch noch da drüben die Plattform haben und das verbunden haben und vielleicht auch noch die letzte, dann haben wir halt diese Verteidigungsbrücke, von der aus man ganz gut schießen kann, bin ich der Meinung. Und ich brauche aber sowas auch da hinten, also da muss ich halt die Plattform mal bauen, die eigenständigen, also die man nicht an den Baum dran hängt. Dann müsste das funktionieren. So, da hinten läuft wieder einer, den werdet ihr nicht gesehen haben. Der YouTube-Aufnahme. Ich kann gleich wieder schlafen. Aber das ist vielleicht der sogar von da hinten gewesen.
verschreck mich doch nicht so, eh. Oder Vogel. Hast du wohl einen Vogel? Ich warte jetzt darauf, dass ich schlafen kann. Und dann am nächsten Morgen im Hellen was essen und trinken kann. Weil ich glaube, da kam schon wieder ein Nachbar an. War es ein Vogel? War jedenfalls ziemlich schnell dunkelgrau, aber könnte auch so ein gebückt laufender Nachbar gewesen sein. Ich guck mal, ob ich jetzt schlafen kann. Doch, hat geklappt. Schauen wir trotzdem, ob jetzt das morgendliche Begrüßungskomitee hier dasteht. Gut aus. Erst einmal Wasser holen. Wo ist mein Wassertopf? Drin? Ach ja, der ist hier noch hier. Könnte mal wieder regnen. Schon wieder mein Mikro umgefallen. Das kriegt auch irgendwie immer mal wieder so einen Schwächeanfall. Ja, jetzt warte ich noch, bis das Wasser abgekocht ist und dann würde ich mal dann doch wieder auf die Axt wechseln, dass wir unsere Mauer weiterbauen können. Ich hoffe einfach mal, dass wir die ersten jetzt vertrieben haben. Ersten Störenfriede. Die Leichen würde ich mir vielleicht auch mal hier reinholen, dass ich da mit denen da auch früher oder später mir zur Abschreckung so ein Effigy bauen kann. Ist auch schon wieder das Eichhörnchen. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt mal ein Rundschreiben verfassen? Nicht mal hierher kommt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hier die Wand haben sie aber nicht kaputt gemacht. Das ist gut. Ich gucke, dass hier keiner mehr da ist. Zweimal reinholen. So blöd rumliegen. Und vergammeln. Ich mit denen hier eigentlich auch rüberklettern. Das. Nee, dann lässt er sie fallen. Ja, das ist halt das Problem dann. Deswegen brauche ich auch den Durchgang. Weil genau dasselbe auch mit den Holzmaterialien passieren würde, wenn ich die mit mir trage und dann da hochklettern möchte. So, dann lege ich die erstmal ab. Kann ich halt später noch diverse Dinge herstellen. Das ist vielleicht ein kleines bisschen ekelhaft, so eine halb verwesende Leiche jetzt hier in meine Basis zu bringen. Wo ist der andere Typ hin? Lag doch noch einer. Ist jetzt auch weg? Nee, jetzt aber nicht so toll. Kann ich einfach verschwinden? Am Ende verschwindet der andere auch noch. Naja, egal.
Erst einmal egal. Und jetzt gucken, dass ich hier noch Bäume fällen kann. Wo gehe ich denn jetzt am besten dafür hin? So viele Bäume stehen ja gar nicht mehr rum. In der näheren Umgebung. Ich habe halt auch das Problem, dass ich nicht in die Nachbarn hineinlaufen möchte. Es stehen noch ein paar. Hier hätte man wahrscheinlich auch gut bauen können. Das sieht auch nach einem gegrenzten Fels aus. Ich würde hier mal vorsichtig gucken, wie sich das hier gestaltet. Hier auch eine schöne Ecke. Hier hätte man auch gut bauen können. Hier wäre auch keiner hochgekommen. Aber gut. Da, wo wir sind, ist auch schön. Aber wir können uns schon mal sicher sein, dass die Nachbarn jetzt auch mit Sicherheit wissen, wo wir sind. Und dass es dass mit uns nicht zu spaßen ist. Der Pfeil und Bogen, das gefällt mir wirklich gut als Waffe. Und ja, es passt auch zu meiner Verteidigungsstrategie ganz gut, würde ich sagen. Das über diese höher gelegenen Brücken zu machen. Und die Baumplattform. Wichtig wäre dann halt auch, dass das dann mal geschlossen ist und die dann auch tatsächlich nicht mehr in unser Gebiet reinkommen können. Derzeit können sie ja problemlos da einfach reinlaufen. Das müssen wir dann natürlich noch unterbinden. Du solltest das da nehmen. Leg das wieder ab. Du solltest das hier fahren. Nochmal vorsichtig gucken, dass man hier keinen sieht oder übersieht. Vielleicht doch wieder vorbeigekommen ist.
Hey, also der Bereich hier ist wirklich fast geschafft. Also hier fehlt noch einer und wahrscheinlich fehlt nur noch ein Stück. Muss ich wirklich gucken, dass ich das irgendwo herkriege? Dann wäre das hier fertig. Wer hätte das gedacht? Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Für heute sage ich erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.